Moin, meine lieben Leute, natürlich seid ihr wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von. Oh, der Controller wieder dumm. Far Cry 3. Ah, so, da war noch eins. Ich würde sagen, wir gehen jagen. Ich bin bereit. Oh, ich wollte noch das eine Blatt da hinten. Oh, da ist ja eigentlich Amanaki. Eigentlich könnten wir auch kurz in Amanaki eine neue Waffe holen, die wir in der letzten Folge uns erspielt haben. Also ich denke jetzt jedes Mal auf jeden Fall, dass wir die vielleicht kriegen können. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir haben. Wir können ja auch mal gucken, ob wir was verkaufen können. Verkaufen, 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 verkaufen. Ne, das können wir nicht verkaufen. So. Ich möchte MPs. Was ist eine MP? Oh. MP5. Schrotflinten, Sturmgewehre, Scharfschützengewehre. Es gibt später auch natürlich wieder bessere Waffen. Ah, das war die STG. Oh, schade. Ich will die mitnehmen. Ausrüsten. So. Wir nehmen die mit. Super. Finde ich toll. Wiedersehen. Natürlich können wir hier im Dorf die jetzt nicht nutzen. Oh, warum hakelt es hier gerade so? Nicht normal, oder? So. Ui. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es hier so ruckelt. Nehmen wir das Auto. Und fahren ein bisschen herum. So, Villa Kunterbunt. Mann, diese Tutorials hier. Alter. Wow! Ein Reh! Das Reh hat mich jetzt gerade voll abgelenkt. Ich wollte es überfahren. Und habe natürlich unsere Karre ins Wasser gesetzt. Ey, das ist ja. Wisst ihr, das kann ich halt am besten. Muss ich ehrlich zugeben. Wenn ich selbst ein GTA nicht fahren kann, dann sowas. Ach, egal, komm. Wir tun jetzt hier die Natur besser kennenlernen. Oh ne, gegen den Bullen will ich jetzt da nicht kämpfen. Oh. Da unten ist ein Schatz. Ne, der ist in der Höhle. Und wir müssen jetzt auch mal ein bisschen mehr Mission machen, also. Pflanzen und Tiere besorgen. Ja! Also gut. Hab ich dich. Eigentlich jage ich lieber gerne mit Pfeil und Bogen. Oder mit einer. Ja. Soll ich sagen? Mit Scharfschützengewehr. Ist das immer noch geiler, muss man ehrlich sagen. Auf der Lauer liegen, anstatt hier einen riesen Krach zu machen. Aber es ist halt unser Anfangsschema hier gerade. Müssen die Natur besser kennenlernen. Oh, wir brauchen noch rote. Blaues brauchen wir auch noch. Blaukraut, Rotkraut, grünes Kraut und ein Wildschwein noch. Wir haben halt leider nur ein Magazin. So. Perfekt. Munition! So. Jetzt haben wir im Internet hier. Ich weiß auch nicht, kann ja eigentlich nicht sein. So. Tür und Schwein. Da. Mehr. Schlitz es auf. Nehmen alles mit. Nehmen so viel mit, wie es nur geht. Müssen auf jeden Fall viel, viel mehr machen. Oh, gab es hier nicht. Oh! Seht ihr den? So. Haben wir noch schon ein bisschen Krokoleder? Da kenne ich doch keinen Abarm. So, kurz nochmal frische Luft. Die habe ich voll vergessen, dass es die gibt.
Wo ist jetzt das blaue Kraut? Ah! Oh, ich hasse es ehrlich gesagt, hier im Wasser zu sein. Da bin ich echt ehrlich. Es wird später noch echt witzig, wenn wir hier aus Versehen mal irgendwo reinkommen. So. Da ist noch Blaukraut. Zurück zum Zielgebiet. Wir können eine Schnellreise sogar machen. Und ich bin dafür, wir machen das auch. Aber wir holen erstmal noch die Diamanten, sehe ich gerade. Ist ja nicht schlimm, wenn wir das jetzt noch holen, oder? So. Oh, noch eins. Wir brauchen das bestimmt mal. Mutter Natur gibt. Und ich nehm's mir. Mehr kann ich auch nicht machen. So, da ist das Grüne. Das grüne, grüne, grün Zeug. Schnapp ich mir. So. Das Grünzeug ist auf jeden Fall gut, weil wir brauchen das später mal. Und ich habe hier noch einen Ochsen gesehen. Hey, Bro! Ich kann nicht mehr mitnehmen. Verdammt! Ja! Da habe ich wohl vielleicht ein bisschen übertrieben gerade. Also, mich hat die Mordlust hier ein bisschen getrieben. Ich möchte nach draußen, bitte. Boah, Affen. So. Wir wollen verkaufen. 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 Diese Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, wir haben genau die Ausrüstung. Wir machen uns auf jeden Fall jetzt mal hier ein bisschen schlau, sag ich jetzt mal. So. Hey Dennis, was geht denn so? Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. So, Herstellung. Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja, eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Oh, zu dem wollte ich jetzt. Takedown. Den will ich auf jeden Fall. Immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tattoo größer. Sprintschlittern. Du kannst beim Sprinten B drücken, um über den Boden zu rutschen. Das nehmen das wir eher. Gut gemacht, Jason. Ich kann später mal. Das Tatau. Oh. Hey, Philippe. Wir fahren zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Auf jeden Fall. Komm, mir nach. Bruder, wir gehen los. Was ist das für ein Außenposten, wo sie sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rogue Island findet. Was Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Wir befreien sie. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja. Ja. Das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Vaas. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln.
Wer ist in dem Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel liegen. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Lisha befreien und meine Freunde finden. Mein Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Auf jeden Fall. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Mhm. Alles klar. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden heute Munition auf dich warten. Munition? Jason, Dennis hat dir das Tatau geschenkt. Jetzt musst du kämpfen. Du kannst sie schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Aha. Wir schauen, dass wir sie im Stealth killen. Da bin ich ehrlich. Wenn es halt schief geht, sag ich jetzt mal. Wir haben ja jetzt noch keine Stealth-Waffe, sag ich jetzt. Ist halt blöd. Lisha, aber ich komme. Den Köter können wir halt nicht ausschalten. Das ist halt blöd. Aber den hier zum Beispiel. Zack. Oh, oh. Kenn ich den? Ja, das war dein Kollege. Fangt an zu suchen. So, den hole ich mir noch. So, es reicht. Lisha, ich bin hier. Zack. Und boom. Den ersten Außenposten haben wir. 500 XP. So. Lisha, wo bist du? Wir können auch Waffen austauschen, aber ich will nicht. Leiche plündern. Leiche plündern. Noch ein Fähigkeitspunkt, finde ich gut. Ich würde sagen, lass das mit den Granaten abkochen machen. Dann haben wir bei jedem etwas. So. Und nochmal. Die gönnen wir uns ja richtig hier. Einmal Schaden bekommen. Muss man sich halt auch geben. Aber es ist halt ziemlich der Anfang, deswegen ist es halt auch nicht so blöd. Alles wird wieder gut, Lisha! Sie sind alle weg! Du bist jetzt sicher! Sie ist nicht hier. Der Außenposten bei Amanaki wird angegriffen. Wo ist die amerikanische Gefangene? Sie ist weg. Was? Sie konnte fliehen auf der Westseite der Insel. Ich erzähle es dir, wenn wir dort sind. Sie Alter. Ist geflohen. Jason, du bist des Tatau würdig. Würdig, den Pfad des Kriegers zu nehmen. Ich will auch so ein Tattoo. Wir haben einen deiner Freunde gefunden. Bei Dr. Earnhardt im Westen. Aber keine Angst, da ist es sicher. Er erwartet dich bereits. Im Westen? Hat er gesagt, welchen Freund? Nein, aber wir werden weiter nach den anderen suchen. Ich funk dich an, wenn ich mehr weiß. Jason, na komm schon. Du hast dem Stamm imponiert. Das stimmt. So, wir müssen wohin? Wir haben jetzt das Gebiet befreit. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt gleich noch dieses Gebiet. Dann haben wir auch schon mal hier generell hier keine roten Zonen mehr. Das wäre echt gut, weil man sieht ja, wir haben hier noch einiges vor uns, wirklich einiges. Und wir wissen ja gerade noch nicht mal, wo wir lang müssen. Außenposten.
Diese Schweine. Diese miesen, miesen Schweine. Ich habe da drin noch was gesehen gehabt. So, eine Speicherkarte. Und ein Päckchen Kokain. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Super. Und wir haben $666. Okay, dass das nicht vielleicht irgendwie komisch klingt. Wir sparen jetzt mal. Ich würde sagen, wir sparen jetzt wirklich auf diese Waffe mal, weil ich brauche eine Sniper. Bin ich ehrlich. Wir könnten aber auch mal gucken, ob wir vielleicht noch was anderes hier finden. Spezielles. Boah. Ein Bogen. Universalwerkzeug. Flammenwerfer. Man sieht, wir sind noch ziemlich arm dran. Also das muss man einfach sagen. Wir sind arm dran. Das merkt ihr selber. Arm dran, Arm ab. So. Ja, ich habe das schon alles verstanden. Ich bin kein Neuling. Wir könnten aber auch mal so eine Nebenmission noch nebenher machen. Todaufgabe. Komm, wir machen einfach jetzt mal so ein bisschen was, weil wir brauchen ja auch im Endeffekt jetzt mal Geld. Ein Pirat wittert in der Nähe einen heißen Quellen, ehre die Tradition und töte ihn mit einem Messer. Okay. Wo ist er? 100 Meter weg. Wir müssen ihn also töten mit einem Messer. Gut, wir können richtig schön sliden. Och, die ganzen Tutorials. Also, es tut mir wirklich leid, aber das nervt mich selber schon. Das merke ich. Aber ich kann da echt nichts... Ich kann da wirklich nichts dagegen machen, als die nur wegklicken. So, komm. Ich hab doch was gehört. Oder nicht? So. Wir müssen die Takedowns auf jeden Fall verbessern. Habe ich nicht noch eine Cam? Und, oh. Können auch mal eigentlich aus der Ferne kurz die ganzen hier mal markieren. Das hat das Tutorial halt nicht gemeint. Das sind alles Nahkämpfer also. Da ist mein Hauptziel, sage ich jetzt mal. Oh Gott. Wessen Leiche ist das denn? Findet den Schweinehund. Der ist halt weiterhin beschäftigt mit seinem Schwein und will es killen. Wir killen dich. Hey, hier liegen Tote. So, Steinchen. Wie sie unsere Kameraden abgeknallt haben. Was? Findet den Schweinehund. Geschafft. So. Nein, meine Waffe. Ich sollte vielleicht erst noch kurz den einen hier Takedown. Wie der halt auch gar nichts mitkriegt, oder? Oder was meint ihr? Der kriegt halt gar nichts mit. Zack. Weg. Weg die Bohne. Wir müssen auf jeden Fall das Plündern mal mit, dass wir das Geld und alles direkt aufnehmen, mal mitnehmen. So, blaues Pflänzchen. Ich will aber auch nicht zu viel Pflanzen mitnehmen, weil sonst können wir gar nichts mehr tragen. Meine Brieftasche ist voll. Wie kann ich mir eine größere Brieftasche machen? Ganz einfach, wir suchen jetzt nach Tieren. Waffengurt, Brieftasche. Schweinsleder. Weil wir wollen ja unbedingt auf jeden Fall Ding. Die, sag schnell, die Sniper. Ich kann hier mit Sniper sehr gut arbeiten, vor allem wenn sie schallgedämpft ist.
Und wir können dann solche Aufträge auf jeden Fall besser machen. Ich würde sagen, schnell verkaufen kurz. Ah, können wir ja gar nicht. Jetzt würden wir eigentlich Geld verlieren. Das ist doch nicht so einfach, wie man denkt, hä? Wo waren die Schweine? Da. Wir gehen nach Amanaki. Den Auftrag machen wir später mal. Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Machen wir später. Und gehen jetzt mal kurz dahin. Holen uns Schweine. Nee, warte mal. Sind das nicht Wildschweine? Das sind ja Wildschweine, oder? Und das Tapien-Ding? Ach komm, lass doch einfach mal hin. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen gerade verwirrt, weil es gibt ja den Unterschied hier dazwischen noch, dass du nicht nur, weil es ein Wildschwein ist, dass es auch gleich ein Schwein ist, ja. Sondern das macht, die machen da echt noch einen Unterschied zwischen Wildschweinleder und normalen Schweinsleder. Oh! Damit hat mich die Musik abgelenkt, also muss man sagen, ich habe mich gerade ein bisschen von der Musik abgelenkt. So, machen wir uns auf die Jagd. Oh, da vorne. Da ist ein Pirat. Oh, hier ist auch noch ein Pirat. Oh, das sind Hunde. Oder eher gesagt, Ding. Ich weiß nicht, was genau sind nochmal. Er hat eine Shotgun. Erwischt. Boah, ich weiß echt nicht, an was es hier liegt, aber irgendwie... Ja, Brieftasche ist halt leider voll. Oh, da sind normale Schweine, glaube ich. Das heißt, wir können uns gleich eine größere Brieftasche machen. So. Dann nehmen wir uns das normale Schwein. Und nehmen uns dieses normale Schwein. Und wir machen uns jetzt auf jeden Fall eine größere Brieftasche. Robuste. Kasua-Leder. Spritzentasche können wir auch noch gerade ein bisschen verbessern. Hundefell. Also es gibt hier auch Hunde. Also hat man ja gesehen, aber ich weiß es nicht, weil es gibt hier frei, also wilde Hunde. Wenn ich wüsste jetzt gerade, wo die jetzt noch waren. Das ist noch Schweinsleder auf jeden Fall dann. Aua! Mann! Hau ich mir eine Spritze rein. Schnauze! Gib mir deine Haut! Gib mir deine Haut! Das Schwein rennt halt weg. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge natürlich wieder. Wir machen uns dann auf den Weg natürlich hierhin. Dann haben wir das schon mal fertig. Und Prüfung der Rakyat. Aha. Mal gucken, wie weit wir in der nächsten Folge natürlich kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart und es hier angeschaut habt. Oh. Tja. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ciao.